Also wenn ich jetzt mir überlege, wie es jetzt überhaupt zu diesem Interview gekommen ist, ja, also ich weiß nicht, wie oft ihr mich angeschrieben habt wegen dem Interview. Und am Anfang, ich glaube, ich habe auch am Anfang zweimal geantwortet, weil ich überhaupt nicht mehr im Klaren war, was eigentlich genau euer Thema ist, ja, oder was ihr damit bezwecken wollt, oder vor allem, wie ich da reinpasse, ja, mit meinem Gesundheitsthema, wie passe ich in das Thema Connect, ja, vernetze dich, lass dich finden und so rein. Und das war mir überhaupt nicht klar. Und dann kamen noch mehr E-Mails, einmal mit der Erinnerung, mit der Bitte um eine Entscheidung. Und jetzt und jedes Mal habe ich darüber nachgedacht. Und jetzt beim letzten Mal war es auf einmal stimmig geworden. Ja. Und es ist stimmig geworden eigentlich dadurch, was ich jetzt gerade erlebe mit meiner Schwefelgruppe. Das hat es eigentlich stimmig gemacht, weil ich es da zu 100% lebe in dieser Gruppe. Und das musste mir erst bewusst werden. Also das ist einfach so gelaufen. Das ist genauso wie dass alle Menschen eigentlich von Natur aus miteinander vernetzt sind, miteinander verbunden sind, jetzt nicht untereinander, sondern auch mit der Erde, ja, mit allem, was Erde so erschaffen hat. Aber sie sind sich dessen nicht bewusst. Und ich war es mir bis vorgestern auch nicht, obwohl ich es gelebt habe. Ja, und auf einmal hatte ich so den Gedanken, ja, jetzt weiß ich, warum die nicht locker lassen, warum ich ständig angeschrieben werde. Irgendwas hat irgendjemand gesehen, was ich nicht gesehen habe. Irgendjemand von euch hat eine Verbindung gemacht, die ich nicht absehen können, die ich nicht gemacht habe, die aber dann gekommen ist. Und das war dann auch die Entscheidung, okay, jetzt mache ich mit.